Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ich euch heute wieder einen Input weitergeben kann. Und ich möchte euch was erzählen. Gestern war nämlich der Fernsehsender Sat.1 bei uns hier in Augsburg und hat meinen Mann und mich gefilmt und unser Team von Free Indeed. Wir helfen ja Männern, freizukommen von Pornografie, bald auch Frauen. Wir arbeiten auch gerade an einem Frauenkurs. Und unsere Leidenschaft ist Freiheit, dass Menschen erfahren, sie können wirklich frei sein. Wenn in der Bibel steht, zur Freiheit seid ihr befreit, dann stimmt das, dann ist das wirklich erlebbar. Und mein Mann und ich haben das so erlebt in vielen Bereichen unseres Lebens. Es ist ja nicht so, dass man irgendwann ein fertiges Produkt ist. Man geht ja Schritt für Schritt mehr und mehr in diese Freiheit rein und erkämpft sie sich mehr und mehr und nimmt sie mehr und mehr an. Wir sind auf keinen Fall schon komplett von allem frei, aber Jesus hat ein großes Werk in uns getan und davon erzählen wir. Mein Mann war lange von Pornografie abhängig, das hat unsere Ehe massiv belastet und fast kaputt gemacht. Und es ist unsere Geschichte, die wir immer wieder erzählen. Und als ich gestern vor dieser Fernsehkamera saß und wieder von meinem Schmerz erzählt habe, den ich erlebt habe, als ich herausgefunden habe, dass mein Mann über viele, viele Jahre massiv abhängig war, habe ich mir so gedacht, warum mache ich das eigentlich? Das ist so persönlich und so intim und es fällt mir nicht leicht, darüber zu reden. Und irgendwie will ich auch gar nicht immer wieder daran erinnert werden. Ich würde es gern abschließen und hinter mir lassen. Und dann habe ich so das Gefühl gehabt, dass der Heilige Geist so in mir spricht, ist, dass es okay ist, unsere Zerbrochenheit zu zeigen. Und dieser Gedanke geht mir nach, weil im Christsein, in der Nachfolge, geht es nicht darum, eine tolle Show abzuliefern und jeden zu beeindrucken, wie toll wir doch sind. Letztendlich geht es darum, sich zu unserer Zerbrochenheit zu stellen und Jesus durch unsere Ritzen, durch unsere Zerbrochenheit scheinen zu lassen. Und dieser Bibelvers, wo Jesus sagt, stellt euer Licht auf einen Scheffel, dass es leuchten kann, ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, steht zu eurer Zerbrochenheit, steht zu dem, was schiefgelaufen ist in eurem Leben, erzählt von dem, wo ich euch heil gemacht habe, damit andere ermutigt werden können und sich auch in diesen Prozess der Wiederherstellung hineingeben können. Wenn wir immer nur Geschichten hören, wo alles glatt läuft, wo alles glatt poliert ist, wo alles passt, wer soll da ermutigt werden? Ich glaube, es ist so, so wichtig, dass wir Christen offen und ehrlich sind, authentisch sind, von unseren Wunden erzählen, von dem, wo es weh tut, auch von unseren Fragen und Zweifeln, wo wir nicht alles verstehen, wo wir nicht alles einordnen können. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir anfangen, ehrlich zu sein und nicht eine Show abzuliefern, sondern einfach ehrlich zu sein, da stellt sich Gott dann zu uns und kann durch uns scheinen und kann diese Freiheit, die er uns verheißen hat, die Freiheit, für die Jesus am Kreuz gestorben ist, reinbringen in die Situation. Und als ich eben gestern vor dieser Fernsehkamera saß und so persönliche Dinge erzählt habe, ist mir das wieder so ganz neu bewusst geworden, wie wichtig das ist, dass wir auch von den Zeiten erzählen, wo wir geweint haben, wo das Leben schwer war, wo es hart war, wo Jesus dann aber reinkam und uns durchgetragen hat. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du Bereiche in deinem Leben hast, die dunkel sind, die nicht glatt poliert sind, die du eher verheimlichst, die du unter den Teppich kehren möchtest, stell dich dazu, fang an drüber zu reden. Das muss ja nicht gleich vor einer Fernsehkamera sein. Erzähl es einem Freund oder einer Freundin, erzähl es einem Pfarrer, erzähl es einem Seelsorger. Fang an drüber zu reden und lass das Licht von Jesus, das heilende Licht von Jesus in deine Zerbrochenheit hineinscheinen. Und dann wird es auch durch deine Zerbrochenheit hindurchscheinen. Ja, der Ort, wo wir oft am tiefsten verzweifelt sind, das kann der Ort der größten Hoffnung für andere werden, weil Jesus durch uns durchscheinen kann. Und ich glaube auch manchmal, je zerbrochener wir sind, desto mehr kann Jesus durch uns scheinen. Ja, weil Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Und wenn wir unsere Zerbrochenheit, unser Herz, das oft ja so schmerzt, Jesus einfach hinlegen, dann kann so viel Heilung passieren, nicht nur für uns, sondern auch für andere. Und mit diesem Gedanken möchte ich dich in dieser
Weihnachtszeit ermutigen. Jesus kam nicht für die Gesunden, er kam für die Kranken. Und er hat Heilung für dich bereit. Und wenn du anfängst, dich ihm ganz hinzugeben, ihm dein ganzes Ja zu schenken, dein ganzes Herz zu schenken, dann kann er wunderbare Dinge in dir und durch dich tun. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gesegnete Weihnachtszeit und wunderbare Begegnungen mit dem Arzt für alle Kranken, mit Jesus, dem Erlöser, unserem Friedefürst, dem Licht der Welt.